Die kleine Region Güssing im Südburgenland hat es als erster Ort Österreichs geschafft, bei der Wärme- und Stromgewinnung vollständig auf erneuerbare Energieträger, vor allem Biomasse, zurückzugreifen. Im Europäischen Zentrum für erneuerbare Energien weiß man, warum ausgerechnet Güssing zum Landesvorreiter wurde. Die Region Güssing war schon immer eine sehr strukturschwache Grenzregion mit einem hohen Pendleranteil, wenig Jobmöglichkeiten. Die jungen Menschen gehen meistens in die Stadt zur Ausbildung und bleiben dann auch dort. Das heißt, die Lokalpolitik war gefordert, da Konzepte zu entwickeln, um dieser Region zu helfen. Und da ist man eben auf den Bereich erneuerbare Energie gekommen, weil hier sehr viele Ressourcen, vornehmlich hölzerne Biomasse, vorhanden sind. Neben zahlreichen Photovoltaikanlagen wird in Güssing hauptsächlich Biomasse zur Energiegewinnung verwendet. Mithilfe dieser wird in Biomasse-Fernheizkraftwerken und sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Wärme und Strom für die Region erzeugt. Auch neue Technologien kommen zum Einsatz. Hier werden Hackschnitzel, das heißt Durchforstungsholz aus den umliegenden Wäldern, wird hier nicht verbrannt, sondern in ein Holzgas umgewandelt mit einem speziellen Verfahren, das von der Technischen Uni Wien entwickelt wurde. Und dieses Holzgas kann jetzt verschiedenartig genutzt werden. Es kann entweder Wärme daraus gemacht werden, Strom daraus gemacht werden oder es kann weiterverarbeitet werden zu synthetischem Erdgas oder zu synthetischen Flüssigtreibstoffen wie Benzin und Diesel. Das ist das Neuartige an diesem System. Die in der Stadt befindlichen, auf Biomasse basierenden Kraftwerke und Anlagen decken den größten Teil des Energiebedarfs in Güssing ab. Auch wird eifrig daran gearbeitet, den zusätzlichen Energieverbrauch großer Unternehmen, die beabsichtigen, sich in Güssing niederzulassen, standhalten zu können. Was jetzt den Bedarf, Strombedarf der Industrie betrifft, sind wir jetzt mit den eigenen Anlagen nicht mehr in der Lage, das jetzt zur Gänze abzudecken. Da schauen wir einfach, dass wir jetzt in den nächsten Jahren den Bereich der Energieerzeugung, der Stromerzeugung wieder ausbauen, um auch hier wieder zu einem hohen Deckungsgrad zu kommen. Güssing schaffte es jedoch, den gesamten Wärmeverbrauch zu 80% selbst abzudecken. Ob für ganz Österreich, also auch in den großen Städten, eine Energieversorgung wie diese möglich ist, ist fraglich. In jedem Fall würde eine Umstellung viel mehr Zeit und technischen Aufwand in Anspruch nehmen, als in einem kleinen Ort wie Güssing. In Städten habe ich vor allem einen sehr hohen Anteil an älteren Bauwerken, wo ich mal sehr viel über die Energieeffizienz machen kann. Dann kann ich natürlich schon auch in den Bereich Energieerzeugung gehen in der Stadt. Und da muss ich mir überlegen, zum Beispiel, welche und wie viele Dachflächen stehen hier zur Verfügung, zum Beispiel für Photovoltaik oder für thermische Solaranlagen. Und das Thema Müll ist auch ein Thema in der Stadt. Müll fällt dort in großen Mengen an und wäre auch eine Ressource, um das thermisch zu verwerten. Innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre wurden über 1000 Arbeitsplätze durch das einzigartige Energieversorgungssystem in Güssing geschaffen. Schenkt man diesem wirtschaftlichen Erfolg der kleinen Stadt Beachtung, lässt dies auf Großes für den Rest Österreichs hoffen. Währenddessen steuert das Vorbild Güssing weiter einer nachhaltigeren Zukunft entgegen.